Hallo und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute habe ich mal unerwartet eine Brigitte-Box für euch, denn ich habe mir nämlich für den Dezember etwas vorgenommen. Das liegt jetzt nicht an der Brigitte-Box, aber es liegt an dem Dezember. Und zwar, die schon etwas länger auf meinem Kanal unterwegs sind, wissen, dass ich letztes Jahr im Dezember jeden Tag ein Video hochgeladen habe, in dem ich jeden Tag ein extra Video gedreht habe, plus ich habe am Ende des Videos ein Adventskalenderkläppchen aufgemacht. Und dieses Jahr habe ich das genauso vor, aber letztes Jahr hatte ich 3 Adventskalender, dieses Jahr werde ich 4 Adventskalender haben. Und zwar habe ich mir den Glossybox Adventskalender bestellt. Der ist auch mittlerweile schon angekommen und Leute, ich muss sagen, der ist so wunderschön, den willst du eigentlich ehrlich gesagt gar nicht aufmachen. Dann habe ich mir, warum ich mir die Brigitte-Box bestellt habe, die beiden Brigitte-Box-Adventskalender habe ich mir bestellt, weil man musste Abonnent sein, um ein bisschen Geld zu sparen. Deswegen dachte ich mir, bestelle ich eine Brigitte-Box, darauf habe ich nämlich trotzdem Geld gespart, weil anstatt die Brigitte-Box für 29,95 glaube ich zu bekommen, habe ich die für 24,95 und ich habe bei den beiden Kalendern 20 € gespart. Also auf jeden Fall, wie gesagt, habe ich die beiden Brigitte-Box Adventskalender bestellt, aber die sind noch nicht angekommen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wann die verschickt werden. Und ich habe den Degusta-Box Adventskalender bestellt. Das heißt, es gibt diesmal was zu Beauty und etwas zu Naschen. Und dafür, dass ich dann eben bei Brigitte-Box eine Brigitte-Box bestellen musste, ist die angekommen. Und ja, ich würde dann sagen, wir packen die mal zusammen aus. Ich habe, glaube ich, letztes Mal eine Brigitte-Box gehabt. Aber da ist ein Fehler unterlaufen, weil ich mir eigentlich bei Pinkbox 2 Special-Boxen bestellt habe. Davon ist aber nur eine angekommen und dann ist irgendwie eine Brigitte-Box angekommen. Habt ihr ja selber gesehen. Ich habe mich ziemlich gewundert darüber. Und ja, das ist jetzt so gesagt meine zweite Brigitte-Box. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir los mit diesem Video. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du das sehr, sehr gerne einmal hier unten kostenlos tun. Das würde mich sehr freuen. Und ich weise dich auch noch einmal auf meine Verlosungen drauf. Die habe ich nämlich alle oben in dem i verlinkt. Ich verlose im Moment sehr, sehr viele Sachen, weil ich ja bei der Glow war. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt mit dem Unboxing der Brigitte-Box. Die Brigitte-Box ist diesmal in so einem Karton angekommen. Und hier ist etwas Einzelnes drin. Wahrscheinlich hat das in die Box nicht reingepasst. Würde ich mir so denken. So, die Brigitte-Box sieht übrigens sehr, sehr schön aus. Guckt euch mal dieses wunderschöne Design an von dieser Box. Ich habe auch übrigens noch kein Unboxing davon gesehen. So, das erste Produkt, was wir hier haben, ist von, was nicht in die Box reingepasst hat, ist von Edamama, ein Azuki Bean Spaghetti. 33% Protein, vegan und glutenfrei. So schaut die Verpackung einmal aus. Und da drin sind halt eben Pasta aus 100% Bio-Bohnen. Wie soll das denn bitte schmecken? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. So sieht das einmal aus. I don't know. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. So, und dann kommen wir zu der Box. Wir machen die Box zusammen einmal offen. Übrigens, wer die Brigitte-Box nicht kennt, das ist ebenfalls eine Abo-Box. So schaut das einmal aus. Die Brigitte-Box ist ebenfalls eine Abo-Box. Und zwar kannst du bei der Brigitte-Box aus dem Wunsch-Abo wählen, dass du diese monatlich 29,95 bezahlst. Das kannst du jederzeit kündigen. Und dann haben wir ein Jahresabo. Und zwar kostet das im Moment 140 €, runde ich mal jetzt auf. Sind dann 6 Boxen im Jahr. Die kommt, glaube ich, jeden zweiten Monat, die Brigitte-Box, genau. Und dann haben wir auch hier ein Halbjahresabo, da bezahlst du 75 € für 3 Boxen. Aber der Wert der Boxen ist natürlich immer viel, 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 viel höher. Und ja, was ich gerade sehr krass finde, ist, dass das Schleifchen richtig schön gebunden ist
und nicht so wie bei den Glossy-Boxen. Da werden die einfach irgendwie da reingemacht und ja, manchmal sind da überhaupt gar keine Schleifchen. Deswegen finde ich das gerade sehr, sehr schön. Wir haben hier einmal das Brigitte Box Magazin. Hier sind, glaube ich, die Sachen drin, die vielleicht drin sein könnten. Oder die sogar vielleicht drin sind. Ich bin mir nicht mehr sicher, weil bei Glossy Box ist das ja so, da ist das Magazin drin und da sind halt Sachen drin, die drin sein könnten. Es sind natürlich nicht alle Sachen drin. Und ich glaube, bei Brigitte Box ist das so, dass hier alle Sachen drin sind, die in diesem Kärtchen da drin sind. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. So sieht das gerade auf den ersten Blick hier aus in der Box. Als erstes haben wir hier von Hydrophil. Und zwar haben wir hier von Hydrophil eine nachhaltige Zahnbürste aus Bambus in der Farbe Natur. So schaut einmal die Verpackung aus. So. Und ich hoffe, die ist nicht verpackt. Doch, die ist verpackt. Ansonsten würde ich die euch gerne zeigen. Die ist aber verpackt. Schade. Als nächstes habe ich hier von Retterspritz eine Handcreme. Schützend und pflegend mit wertvollem Jojobaöl. So schaut einmal die Verpackung aus. Und dann gucken wir doch einmal hier rein, wie das hier so ausschaut. So schaut einmal die Tube aus. Aber die ist bestimmt verschlossen. Nee. Die riecht voll gut. Die riecht sehr gut, diese Handcreme. Als nächstes, was ich hier habe, ist von Merz Spezial Professional Fülle und Dichte Haarshampoo für Anti-Haarausfall Komplex mit Anagain plus Koffein, Niacin, Biotin und Panthenol. Sind 200 Milliliter und so schaut einmal die Verpackung aus. Die ist hier nämlich noch in so einer Folie drin. So, zeige ich euch einmal. Sieht irgendwie auch ein bisschen edel aus durch das Silber. Und so schaut einmal die Tube aus. Die riecht ja voll gut. Riecht wie ein Männerduschgel. Ein bisschen. Dann habe ich hier noch ein Produkt. Und zwar von Veleda. Ein Edelweiß Sonnencreme-Gesicht. Mineralische UV-Filter. Leichte Pflegeformel. Ganzheitliche Naturkosmetik. So schaut es einmal aus. Dann gucken wir einmal hier rein. Das ist übrigens Lichtschutzfaktor 30. Und so schaut einmal die Tube aus. Als nächstes habe ich hier etwas von Pyris. Eine Smoothing Cream. Verjüngt und glättet. Ist ja interessant. Und so schaut einmal die Tube aus. Das ist nämlich eine Creme, die wohl umgehend die Smoothing Cream glättet umgehend und schenkt ein wunderbar zartes Hautgefühl. Blue Evolution Essence erneuern, polstern auf und geben dem 3D-Netzwerk der Haut die natürliche Elastizität zurück. Für sichtbar jüngere Haut. Morgens und abends soll man das nach der Reinigung anwenden. Naja, ich brauche das ja noch nicht. Als nächstes habe ich hier etwas von Lord & Barry, ein Concealed. Wahrscheinlich ist das ein Concealer. Genau, ein Concealer-Stick. So schaut der einmal aus. Einfach ein ganz normaler schwarzer Stick. Dann geht der hier so auf und dann dreht man hier und dann kommt da... Hallo? Ach, man muss hier oben auch noch drehen. Und dann kommt da der Concealer raus. Das war gerade ein richtiger Fail. So, als nächstes habe ich hier von Luvus Naturkosmetik mit Heilerde eine Zellaktivmaske mit Q10. Regt den natürlichen Zellstoffwechsel nachweislich an, vitalisiert und regeneriert für schöne und gesunde Haut. Habe ich jetzt zweimal drinne. Sehr interessant, werde ich auf jeden Fall ausprobieren.
Aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich was für mich ist oder ob das eher was für ältere Haut ist. Das muss ich noch herausfinden. Dann habe ich hier von Logona ein Big Brush, ein Nail Top Coat. Okay. Sehr cool. Dann gucken wir doch mal das gute Ding an. So schaut der Topcoat einmal aus. Dann habe ich hier als nächstes von Alverde Naturkosmetik einen matten Lipstick in der Farbe 30 Rose World Smile. Der schaut einmal so aus. Und so schaut er einmal von innen aus. Und ich muss dazu sagen, diesen Lipstick habe ich sogar schon. Und hier ist auch einmal der passende Lip Liner dazu. Zeige ich euch mal, versuche ich zumindest. So schaut er einmal aus. Und dann gucken wir mal, wie der aufgeht. Oh, und dann kann man den hier so drehen. Ich hoffe, man kann es sehen. Und dieser Lipstick, der ist wirklich sehr, sehr gut. Ich habe den mir sogar noch einmal nachgekauft. Jetzt habe ich den nochmal. Und ich kann ihn wirklich empfehlen. Der ist wirklich sehr, sehr gut. Und dann habe ich hier noch etwas drin. Das ist hier irgendwie schwarz. Ich mache das mal auf. Was auch immer das sein mag. Und zwar ist hier ein Teller drin. Das ist ein Teller. Ein schwarzer Teller. Ich habe noch nie einen schwarzen Teller gehabt. Der fühlt sich mega gut an. Und ja. Richtig, richtig cool. Der ist von Valerie and Buch von 1748. Und ich habe hier auch noch einen Gutscheincode. Und ja, voll cool eigentlich diese Box gewesen. Bis auf die Zahnbürste und den Lippenpflege, beziehungsweise von Alverde dieser Lipstick, kannte ich bisher noch nichts. Deswegen ist das eigentlich was Gutes, das einmal zu testen. Ja, und das war's auch schon mit dem Video. Ich blende euch hier jetzt einmal den Gesamtwert der Box ein. Ich denke mal, das wird schon ein hoher Wert sein. Ich weiß es natürlich nicht. Das werden wir dann sehen. Ja, und dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn es dem so ist, dann würde ich mich sehr, sehr gerne über einen Daumen nach oben freuen. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du sehr, sehr gerne einmal hier unten kostenlos tun. Das würde mich sehr freuen. Und dann weise ich dich noch einmal auch hier am Ende des Videos hin, dass hier oben noch ein paar Videos sind, wo noch Verlosungen am Laufen sind. Und das würde mich freuen, wenn du dran teilnehmen würdest. Ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Einschalten und hoffentlich sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder. Tschüss!